Adidas ist der Hauptzugpunkt, ja, ist im Prinzip der Bleigürtel heute am DAX, der hier wirklich nach unten zieht. 12% das Minus aktuell, wir stehen jetzt bei 138 Euro. Und da haben wir Zahlen gekriegt, vorläufige, die waren okay. Ja, der Umsatz ist um 1% gestiegen. Das ist zwar weniger als erwartet worden ist. Dafür ist das Betriebsergebnis mit 670 Millionen, knapp 670 Millionen besser ausgefallen als erwartet. Dazu müssen wir aber sagen, im letzten Jahr lag das Betriebsergebnis bei fast 2 Milliarden. Jetzt liegen wir bei 670 Millionen und das ist schon mehr als die Analysten erwartet haben. Die Marge ist kräftig zurückgekommen, die liegt nur noch bei 3%, die lag im Vorjahr auch bei knapp 10%. Also das ist nicht gerade erbaulich, was wir hier sehen. Und die Gewinne aus fortgeführten Geschäftsbereichen, die liegen bei 254 Millionen Euro. 254 Millionen Euro. Die waren im Vorjahr bei fast 1,5 Milliarden. Also das ist nicht das, was ich gerne sehen möchte von einem Top-Sportartikelhersteller in Deutschland. Und es kommt noch viel schlimmer. Es ist einfach mal hochgerechnet worden, was es denn Adidas am Ende kosten würde, wenn diese Jeezy-Produkte ja, von Kanye West, mit dem Adidas ja die Zusammenarbeit aufgekündigt hat, nachdem es da ein paar sehr unschöne Kommentare von Seiten Kanye West gab. So, kleiner Zungenbrecher hier. Das kann wirklich teuer werden. Ja, da geht es also um ein Betriebsergebnis von 500 Millionen Euro, die hier am Ende vielleicht mehr oder weniger auf der Uhr stehen. Umsätze in Höhe von 1,2 Milliarden Euro stehen hier auf dem Spiel, wenn endgültig entschieden wird, dass diese Jeezy-Bestände nicht mehr verkauft werden. Also, das ist alles andere als gut. Ja, und wenn wir uns das da anschauen, dann da sind auch noch Einmalkosten mit 200 Millionen mit verbunden aus diesem ganzen Produktionsprozess. Prozess auszusteigen. Das würde fürs Geschäftsjahr 2023 bedeuten, dass es hier wahrscheinlich ein negatives Betriebsergebnis von 700 Millionen gibt. Und das bei einer Aktie, die mit einem Kursgewinnverhältnis von knapp 40 bewertet wird. Puh, also ich sehe hier tatsächlich keinen Grund, in den nächsten Quartalen hier bei Adidas investiert zu sein. Die Aktie könnte vielleicht nochmal einen Sprung machen, wenn entschieden wird, dass die Produkte doch verkauft werden. Aber im Moment sieht das hier echt nicht gut aus. Das hat schön angefangen. Ich schaue mal kurz, ob mein Zeichentool funktioniert. Das ist ja im Moment immer ein bisschen tricky hier. Doch, es funktioniert. Ja, das hat ganz schön angefangen, indem wir diesen Abwärtstrend hier gebrochen haben. Aber wenn wir uns jetzt mal den Jahresverlauf hier, also die Tageskerzen anschauen und gehen hier mal rein, dann sehen wir, wir sind aus dem letzten Aufwärtstrend, der sich dann hier etabliert hat, ja, sind wir jetzt sehr dynamisch nach unten ausgebrochen. Nächstes Auffanglevel, das sehe ich hier so irgendwo bei 125 Euro. Die investiert sind, wenn sie ganz viel Glück haben, bleibt sie hier hängen. Wenn wir Pech haben, geht es in Richtung 100 Euro oder tiefer. Also für mich wäre es nicht mal mehr eine Haltenposition. Ich glaube, ich würde das, wenn ich die Aktie im Depot hätte, würde ich es ähnlich machen wie mit der Capri Holding gestern. Kleine Bounce abwarten und dann weg damit. Ja, also sehe ich nicht wirklich einen Grund, bei Adidas hier auf die nächste Zeit investiert zu sein.